zusammen. Ich wollte euch zeigen, was in eurem Color Kit drin ist, was ihr von uns bekommen habt. Und zwar einmal in Tegel 1 ist eure individuelle Haarfarbe drin und in dem zweiten Tegel ist das H2O2 drin und einmal ein Pinsel, den Conditioner, das Brühl Hair Care Shampoo und einmal die Handschuhe. Und wir zeigen euch gleich noch, wie ihr das auf dem Haar auftragt. Genau, bevor ihr dann anfängt abzuteilen, bitte ich euch entweder ein altes Kleidungsstück anzuziehen oder ein altes Handtuch zu nehmen und das euch dann umzuschlagen. Und dazu nehmt ihr dann entweder das mitgelieferte Schutz oder eine Serviette von zu Hause und schlagt es dann nochmal ins Handtuch drum, damit es nicht dreckig wird. Wenn ihr dann soweit seid, dann könnt ihr mit dem Abteilen anfangen. Und zwar, ihr nehmt dafür entweder die Pinselspitze, einen Bleistift, einen Kugelschreiber oder einen Stielkamm, könnt ihr auch sehr gern benutzen. Dann fängt ihr an, vom Mittelscheitel bis nach hinten zum Nacken abzuteilen. Ihr könnt euch das auch schon mal ein bisschen wegknipsen. Dann beginnt ihr an der Seite von der Mitte bis zur Ohrspitze. Und auf der anderen Seite macht ihr das Gleiche, von der Mitte bis zur Ohrspitze. Genau, so sollte es dann ungefähr aussehen. Dann mischt ihr euch schon mal die vorbereitete Farbe an, und zwar Tegel Nummer 1 und Tegel Nummer 2 in einer Schüssel. Es darf Porzellan oder eine alte Tupperdose sein, aber kein Metall. Und dann mischt ihr euch das zu einer schönen cremigen Masse an und es darf bitte nicht klumpig sein. Dann zieht ihr euch bitte Handschuhe zum Auftragen an. Genau. Am besten fängt ihr an den sichtbarsten Stellen an, das heißt in der Kontur quasi, trägt ihr das auf. Dann fängt ihr oben am Mittelscheitel an. Teilt das dann ab. Das Passé darf nicht dicker als 1 cm sein. Genau, wie ihr das jetzt auf der Seite gemacht habt, so haben wir das auch auf der anderen Seite gemacht. Und von hinten macht ihr das auch von oben nach unten. Und wenn ihr dann noch etwas Restfarbe übrig habt, könnt ihr das nochmal an den Stellen auftragen, wo ihr noch besonders ergraut oder wo die Grauzonen doller sind und schneller nachwachsen. Und dann nehmt ihr euch noch ein nasses Wattepad und ein bisschen Abschminkwasser und dann könnt ihr eure Konturen noch schön sauber machen. Benötigt, dann könnt ihr zum Beispiel euren Partner oder eure beste Freundin fragen. Genau. Allerdings beträgt die Auftragezeit nur 20 Minuten. Und wenn ihr dann fertig seid und die Farbe einwirken lässt, dann könnt ihr die Farbe 25 oder 30 Minuten einwirken lassen. Wenn die Zeit vom Wecker dann abgelaufen ist, dann sollt ihr die Farbe bitte gründlich mit Wasser ausspülen und danach mit dem Revital Shampoo von uns zweimal shampoonieren. Und wenn ihr damit fertig seid, dann nehmt ihr den Conditioner, lässt das 2 bis 3 Minuten einwirken und die spült ihr dann auch wieder gründlich aus. Und wenn ihr dann auch Farbreste im Gesicht haben solltet, könnt ihr euch Gesichtswasser nehmen und das dann vorsichtig abmachen. Genau. Wir wünschen euch dann Spaß mit dem Selfmade Kit und wir sehen uns. Tschüss!